Bist du bereit, die Welt zu retten? Die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Den Leuten zu helfen? Bist du bereit? Ja. Ich bin bereit. Weißt du, was meine Headcanon ist? Irgendwie unsere Charaktere denken die ganze Zeit, die machen irgendwie ja voll die hellen Taten, tun irgendwie nur Gutes tun, aber in Wirklichkeit tun die auf ganzer Linie irgendwie noch failen. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, ist wie die, kennst du diesen Trailer von, wie heißt das, Team Fortress 2 mit dem Pyro? Nee, glaube ich nicht. Do you believe in magic? Okay. Ja, das kenn ich nicht. Das ist irgendwie so ein Trailer, die haben hier so einen Trailer für jeden Charakter von dem Spiel und einer von denen ist so ein Pyro-Charakter mit so einem Flammenwerfer. Und weil der Trailer fängt irgendwie so an, dass irgendwie alle sagen irgendwie so, dieser Typ ist ein absolutes Monster. Es gibt nur eine Sache auf dieser Welt, die ich fürchte. Und er ist diese Sache. Also voll das Horror-Szenario, ne? Und dann irgendwie sieht sie irgendwie nur so, wie alles von seiner Perspektive aussieht, weil er irgendwie so... Der hat irgendwie so eine Gasmaske auf und so. Dann sieht sie einfach nur so von seiner Sicht, wie alles irgendwie voll wie so ein Traumwunderland aussieht. Und er schießt die ganze Zeit Seifenblasen durch die Gegend. Okay. Da gibt es da so eine Szene, da bläst er so Seifenblasen in ein Gesicht von jemandem. Dann für so eine Sekunde sieht man einfach nur so, wie der mit so einem Revolver jemanden ins Gesicht schießt. Okay. Das ist voll geil. You believe in magic. So, ich bin nach... Wie heißt dieser Ort? Ich bin schon da. Okay, zu dem Bärenstamm gegangen. Ja, ach da. Ich habe Herausforderung der Bestie gerade aktiv. Wir haben ja nur zwei Nebenquests. Bei mir steht gar nichts. Alles klar. Wo ist denn das? Finde Kaula den Sammler. Ja, der Beste. Die Herausforderung der Beste. Und danach können wir Hammer der Champions machen. Da ist schon wieder ein Stützpunkt. Da kriegen wir wieder aufs Maul. Ja, was heißt denn hier eigentlich? Ja! Falscher Knopf. wie funktioniert das Spiel nochmal? Ja, da habe ich mir auch gerade gefragt. Vor allem mal so eine kleine Eingewöhnungsphase in dem Spiel. Ja, das ist ein Boss. Ja, Handschuhe. Oh, eine Truhe. Die sind schlechter. Was so? Ja, da habe ich mich auch gerade gefragt, wo die auf einmal herkommen. Diese Truhe sind so Fledermäuse rausgeschossen gekommen. Und dann sind Monster gespawnt. Aber merkwürdig. Was landet hier schon wieder alles Gold, ey? Meine Fresse. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so, weiß nicht. Ein Meilenstein hat bei goldene Sachen bekommen. Ja, habe ich auch das Gefühl. Das ist. Siehst du meine Soldaten? Ja, aber durchsichtig halt. Okay, dann weiß ich. Aber von so anderen Spielern habe ich die gesehen, so normal. Ja, ich auch gerade. Ich bin noch nicht bereit. Deswegen habe ich mich gewundert. Bin unheiliger Abschaum. Ah ja, stimmt. Ganz vergessen. Wenn man jetzt die. Ja, ich hab das geändert zu unheiliger Abschaum anstatt blasser Abschaum. Okay. Ja. Das ist besser, das schlechter, das ist schlechter. Oder dich nochmal. Ach ja, potenzieller Mörder. Oh, da ist ein Lee. Oh, jetzt kann ich mal nicht die Namen von den ganzen Viechern lesen. Aua! Mein Gott, was liegt denn da alles im Hintergrund für goldene Sachen? Leck mich.
Oh Gott. Ja, oh, ich bin tot. Wie ist denn das auf einmal passiert? Daniel ist gestorben. das frag ich mich jedes Mal, ey. Da kommt noch mehr. Oh Gott. Warte. Ich hab nur noch gesehen, wie so ein Fitzelchen von meinen AP übrig waren. Ich glaube, ich wollte mich auch noch heilen mit dem Trank, aber ich habe vergessen, wie er mal acht. Nein. Das tut du doch immer da rein. Mein Hardcore Run das ist vorbei. Das war jetzt irgendwie unerwartet. Das war jetzt irgendwie unerwartet. Ey, Daniel stirbt nicht bei irgendeiner schwierigen Situation, sondern irgendwie voll hier casual. So 5 Minuten. In den ersten 5 Minuten, ja, Leute. Das sind ja nicht mal wirklich die harten Gegner, sondern die Typen, die vor der Stadt rumlungern. Ja. Bonk. Na, ich hab den daneben gehauen. Okay, da ist wieder so ein Kauler, der Sammler. Finde ich geil, ich kann die Namen von denen lesen, Daniel. Gott, das vorher nicht. Oh, Blitz. Ah, den müssen wir erledigen. Nein, ich hab doch die Einstellung. Ach ja, du hast deinen Screen jetzt hier geändert, genau. Ich bin schon wieder fast tot. Ja, ich kann. Jetzt kannst du alles sehen. Ich überhaupt gar nicht auf meine Leben. Ja, jetzt weiß ich, wie die heißen, bevor ich die umbringe. Ich dachte, ich hatte das richtig gemacht mit der Einstellung am Anfang, aber anscheinend war das falsch. Da stand ich doll. Das hat in der Ecke da zu sehen, aber ich wusste nicht, dass da überhaupt Pfeile waren zu sehen sein. Oh. Ich bin noch nicht bereit. Ich hab die Pfeile da gar nicht gesehen gehabt, ey. Ich habe kaum noch Blut. Ja, ist er tot, gut. Ja, der ist tot. Und der hat einen Kopf ab liegen gelassen. Ja, den habe ich eingesammelt. Ja. So, hier ist wieder so ein oranges Ding, Event. Was haben wir, der Ereignisfälle der Dunkelheit? Vor allem, das Headset, das ist nicht mal für die aktuelle Xbox, die ich hier benutze, sondern für Xbox One. Was meinst du? Das Headset, das ich benutze, das ist für die Xbox One und nicht für die neue Xbox. Ja, ist egal. Wenn wir die gleichen Anschluss haben. Nein, ja, nein. Oh Gott, ich häng fest. Geh weg. Ja, war ich auch gerade. Vorher ging das zum Beispiel nicht. Die Xbox 360 ist zum Beispiel nicht kompatibel mit der Xbox One. Also. Also jedenfalls Headset-mäßig. Ich muss warten. Eingefroren. Vorteilhafter Treffer. Ach, das sind explodierende. Ich hau die ganze Zeit nur auf die drauf. Waren so am Leuchten, deswegen habe ich gedacht, ich muss auf die drauf machen. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Aufstieg. Okay. Oh. Oh, ich habe viele Edelsteine nur zu bekommen. Also wie ich das gelesen habe, können wir erst auf Alps kommen, wenn wir auch einen gewissen Reichweite in der Story haben. Also. Okay. Oh, das ist sogar besser. Also, so wie das da steht, weiß ich nicht, also... Wollte nicht, ich hab nur Stufe Stufe 50. Wollen, müssen wir auch einen gewissen Fortschritt in der Story da haben. Ja, können wir ja gleich machen. Haben wir nur... Matzop! Ich hab mich eingesperrt! Ich hab eine Mauer hochgezogen um mich herum.
Weil mein Leben kostet jetzt gerade nichts. Jetzt noch die eine Festung haben wir jetzt noch. Und haben wir schon wieder alles. Meine Barbaren-Quest, wo ich noch immer hin muss, erstmal. Ja, das müssen wir auch irgendwann mal machen, ey. Ja, das ist so weit entfernt. Wir werden nicht extra den Weg dahin rennen. Und dann keine Ahnung. Ich will ihn nur machen, wenn wir irgendwie was haben, was so in der Nähe ist. Da. Warum ja nichts? Hose. Oh, die Dungeon ignorieren wir erstmal, muss ich sagen. Ich bin noch nicht bereit. Ich elektriere. Ich habe jetzt herausgefunden, die ganze Zeit, wenn ich da einen weiteren Skelett rufe und der zusammenbricht, das ist, nennt sich der Skelettpriester, der heilt meine Soldaten. Also wenn ich das Maximum an Soldaten erreicht habe und ich versuche einen weiteren zu rufen, dann kommt, dann zerbricht er an sich zu selbst, der heilt dann meine Soldaten. Okay. Wusste ich auch nicht. Ausgezeichnet. Euch gebührt die Ehre, den Schädel aufzuhängen. Lasst Freund und Feind wissen, dass ihr die Bestie besiegt habt. Ich schnitze meinen Namen in den, auf den seine Stirn. Ich habe keine Freunde. Hey. Kopf der Bestie platzieren. Jetzt platziere meine Bestie schneller. Nein, Daniel ist aufgestiegen. Ich meinen Enkel von erzählen, den habe ich umgenietet. Was denn für Enkel, ey? Glaubst du, du kriegst Kinder in diesem Spiel, als ob einer von uns hier überlebt, ey. Wir werden wahrscheinlich, Daniel, wir werden zu Chaos. Ja. Also wenn wir Lilith besiegt haben, werden wir selber zu Lilith oder so. Ja, irgendwie so was, ne? Fertigkeitspunkt. So. Ach, um die Quest zu machen, müssen wir erst die Festung hier erobern. Hm. Den Stützpunkt. Das kennen wir ja irgendwie schon, ne? Ja. Das war der einzige Stützpunkt, der uns noch fehlt hier in dem Gebiet. Ja, aber dann tue ich schon mal mental darauf vorbereiten, ne? Einen Fertigkeitspunkt verteilen. Ja, mach ich auch gleich. Oh, ich muss mein Inventar wieder ein bisschen leeren. Monk. Den ganzen Müll, den ich habe. Guter Preis. Also ich habe genug Passive. Ich konzentriere mich jetzt nur noch darauf, meine Fähigkeiten aufzuleveln, die ich habe. Man kann nie genug Passive haben. Ja, die bringen mir alle nichts. Was habe ich hier? Halt euch jedes Mal, wenn ihr 100 Ruf braucht. Die meine sind. Oh, das ist nicht schlecht. Immer das. Ein bisschen Heilung. Ich bräuchte mehr Fähigkeiten, die Wut verbrauchen. Ich habe nur eine Fähigkeit, die Wut verbraucht. Was Schlechtes. Ich meine, wenn du keine Wut mehr hast, kannst du keine Fähigkeit verwenden, also. Ja, aber ist relativ schnell irgendwie wieder aufgefüllt. Bin ich halt nur Verschwendung, dass du irgendwie so eine Leiste hast, die irgendwie weil nicht für eine Sache brauchst. Okay. So. Wir haben erst 6 von 23 Nebendungeons gemacht. Wie können wir es wagen, ne? 25 von 35 Nebenquests. Ja,
Entdeckte Gebiete 55 von 76. Altäre von Lilith 3 von 28. Wir sind noch die, die uns hier so permanente Boosts und so geben, glaube ich. Okay. Oh, das aufbessern. Wo habe ich denn? Barbarengrab. Wo habe ich denn meine? Nicht solange ich in der Stadt bin. So. Wo habe ich denn die Fähigkeit? Mein Gott, unter Hardcore gibt es auch noch hier Erfolge. Töte Lilith im Hardcore-Modus. Das war besser sogar. Ich weiß gar nicht immer noch, ich weiß immer noch nicht, was das heißt, ganz ehrlich. Das halt nicht, wenn du dann nicht wiederbelebt werden kannst oder was, ich verstehe nicht, wie ganz wieder funktioniert. Ja, dann ist ein Charakter weg, wenn er einmal stirbt. Stirbst einmal, dein gesamter Charakter ist weg. Ja, aber das ist nicht Hardcore, das ist Tierquälerei. Gibt's in Minecraft auch den Schwierigkeitsgrad? Ich glaube, das haben die auch da abgeguckt. Obwohl Diablo, glaube ich, älter ist als Minecraft. Das wäre gut möglich. Minecraft ist Diablo confirmed. Diablo Charakter für Smash Bros. Lilith für Smash Bros. Was? Wie soll denn das? Oh, wir müssen sogar. Kannst du mich immer noch nicht hören, da? Doch, jetzt höre ich, ja, doch, jetzt höre ich dich perfekt. Ich habe aber nichts gemacht. Dann weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Wir können auch, ich sehe gerade, wir können einige Ansehensbelohnungen hier nur erreichen, wenn wir auch Weltstufe 3 angeschmissen haben, anscheinend. Ja, es gibt ja die Albtraum-Dungeons, die gibt es nur halt auf Albtraum. Das ist auch so weit. Ach, so heißt der Schwierigkeitsgrad. Okay. Ja. Naja, und dann da gibt es Dungeons, die heißen auch Albtraum. Die heißen Albtraum-Dungeons. Also Albtraum ist der nächste Schwierigkeitsgrad nach Veteran, den wir hier gerade machen. Damit werden auch die Albtraum-Dungeons freigeschaltet, so wie ich das verstehe. Jetzt heile ich mich durch meine Drehung. So. Ich bin noch nicht bereit. So, Alter. Komm hier auf einmal her. Aua. Ich habe einfach eine Hose. Ich habe nicht genug Boten. Das Boot war so unspektakulär, Daniel. Ja, und? Ich meine, ich bin wenigstens in Schweden. Ja, das. Ich bin noch nicht bereit. Fühlt sich einfach in Charakter an. Wir gehen einfach durch das Spiel, machen Lilith platt und dann stirbt mein Charakter, indem er irgendwie eine Treppe runterfällt oder so. Und ich tue mir beim, weil ich tue beim Duschen irgendwie ausrutschen und breche mir halt Genick. Irgendwas sehr unspektakulär. Ah, hier. Stimmt. Ich dusche nur in dem Blut meiner Gegner.
selbst für diese Gegend. Okay. What the? Wenn man Schwert nicht geworfen. Ich denke mal, ist dann so eine Anfrage. Ich denke mal, ist so eine Anfrage, ey. Wenn wir hier sowas betreten, ey. Ja. Ja. Da steht irgendwas, der Daniel hat das begonnen, willst du mitmachen, sonst fliegst du raus oder so. Oder was. Ah, okay. Das ist ein bisschen unnötig, ganz ehrlich. Ich bin auch hier mit reingegangen, ey. Ja, müssen wir da wie irgendwas kaputt machen? Oh, Mary, wenn da raus, weil der Sturm kommt. Das ist ein Geräusch, ey. Also, was? Irgendein schweres Atmen, höre ich da. Da ist wahrscheinlich unser Boss, den wir hier gleich erledigen müssen. Das klingt aber nicht sehr einladend, ey. Hm. Ja, der ist gefangen. Okay, das ist wahrscheinlich der Boss, ey. Ich nehme an, wir sollen dahin, wo die Strahlen hingehen. Dann da irgendwas kaputt machen. Da müssen wir was. Ja. Da ist ein Todkopf auf der Karte. Ah. In die Richtung. Ich bin noch nicht bereit. Nehme an, wir müssen an jeder Position so einen Boss kaputt machen oder sowas. Ja, kann sein. Weil die als Bosse zu bezeichnen ist vielleicht nicht richtig, sondern mehr als Elite. Wo kommt der denn jetzt her? Der ist von oben irgendwo runtergesprungen. Der tut mir leid, du bist eingefroren. Ich bin auch nicht bereit. So. Ich bin noch nicht bereit. Oh, nein. Na gut. Okay, den kann man irgendwie nicht angreifen. Ah, kommt da jemand? Ah! Alter! Alter, mach nicht Schaden. Also mitten auf nichts krieg ich auf einmal so viel Schaden, ey. Ich bin noch nicht bereit. Und so. Oh, das ist ein Tor. Oh, gute Schuhe. Oh, gute Axt. Oh, noch eine bessere Axt. Ich habe das wortwörtlich. Nee, okay. Fehler des Eiskranks. Okay, das ist auch ein dicker. Legendäres Amulett. Oh, sehr gut. Jetzt kriegt man einen Ring da von dem kuriosen Händler und jetzt kommen die ganzen Sachen näher. Ja, irgendwann werden die aber auch überholt hier von goldenen Sachen wieder. Wir sind alle levelabhängig.
Daniel. Nein. Ich bin einfach durch die Wand durchgelöst. Und dann ist ein Blocker. Gott hier, du Pisser. Ich bin noch nicht bereit. Zauberstabe, meine Fresse. Ja, der ist besser. So, Alter. Ich war vom Himmel geregnet. Bitte die Sturmbringer des Eisklans, jetzt lese ich da erst. Ja. Was ist hier? Irgendwie ist da was drin, aber kommen wir nicht hin. Ich muss warten. Ich brauche mehr Wut. Ich muss warten. Axt hat Rang 2 erreicht. Ich muss warten. Das ist aber schön. Und da ist schon der Boss wieder. Ich muss warten. Ah ja, Steck. Oh Gott. Das Gelände ist ein bisschen abgelenkt, die greifen den komischen Eisblock da an. Geregnet. Und ist so. Und ist so nicht mehr. Aua. Oh Gott. Da. Warum? Ich wäre auch beinahe drauf gegangen. Ich habe noch vorher einen Trank genommen. Ja, wollte ich auch, aber ich war irgendwie eingefroren oder so. Boah. Gott, zweimal in eine. Meine Fresse, Daniel. Ich nehme irgendwie fast. Aber mich hätte auch erwischt. Ich hab das realisiert und sofort in Hand genommen, bevor mich dann auch. Ich weiß nicht mal, wovor ich die Schatten genommen habe. Was ist das denn? Das kann ich nicht mal aussprechen, ey. Dieser Varja. Ich muss warten. Was soll das sein zum Teufel? Der goldene Kompass? Ja, das ist sogar besser, ey. Grausame Brut, ich weiß nicht mal, was das für ein Gegenstand ist, aber das kann ich ausrüsten. Der ist wie der goldene Kompass, ey. Visa Varacha, ich kann doch nicht, was ist das für eine Scheiße? Ich habe nicht genug Brot. Oh, Surfing. Ich wollte schon sagen, warum gehen die Sachen alle kaputt? Ah. Ich brauche mehr passive Fähigkeiten, die mich am Leben halten. Aber du bist auch die ganze Zeit im Getümmel. Ich habe jetzt wieder mehr Rüstung als ich.
Ich habe 2161. Wo kommen wir jetzt rein? Rüstung habe ich 2069. Okay. Wir wussten immer, dass sich das Tagebuch im Eis befindet. Aber wir dachten, wir würden schon fertig mit dem, was in den Tunneln lauert. Gestern fand ja, ich meine Tochter Kanna weinend vor. Sie erzählte mir, sie hatte Monster in den Höhlen gesehen und bettelte, dass wir ich sagte ihr, dass uns nicht der Typ ist in der Luft eingefroren, in seinem Angriff war der eingefroren. Das war cool. Musste ich durch tosende Winde und heftigen Schneefall kämpfen, um das Dorf zu erreichen. Zuerst sah ich die Wachen. Sie waren in Eis gehüllt. Die Monster, vor denen meine Tochter mich warnte, hatten die Stadt überrannt. Ich stahl mich an ihnen vorbei. Ich dachte, wollte schon sagen, kannst du ja kaputt machen. Doch ich kam nee, zu nee. Spät. Meine Tochter ist erfroren. Wie all die anderen. Oh nein. Der erzählt dir irgendwie voll die normale Geschichte, was in so einem kalten Gebiet passieren kann. Ja. Ist das Monster seine Tochter? Oh, ich habe schon wieder Blitze gesehen, da gefällt mir wieder nicht. Wer schießt hier die Blitze? Gott, oh Gott, nein, nein, durch nein, nein, Schaden. Nein, ich weiß nicht durch was. Nein, nein. Diesmal habe ich rechtzeitig den Tank genommen. Ja, irgendwas macht mir hier Schaden, aber ist hier gar niemand bei mir. Ich muss warten. Okay. Ich glaube, ich werde ein bisschen spendabler mit den Tränken heute sein. Er tut das, glaube ich, machen. Schade, aber ist hier gar niemand bei mir, ey. Geht weg von dem. Au! 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 Fucking hell, ey! Okay, du kriegst meine Ultimate. Ja, er ist, glaube ich, der hier die ganze Zeit die Blitze schießt. Ich sehe nicht mal Blitze, ich nehme einfach durch irgendwas Schaden, ey. Das gibt's gar nicht. Stirbst du, der mich jetzt nie stirbt? So. Schwere Handschuhe. Scheint doch gar nicht. Das ist noch eine Elite. Gott. Sei geil. Kein Risiko hier. Au, oh Mann. Er macht so viel Schaden, Mann. Daniel, 1,0 Sekunden danach, als du gesagt hast, kein Risiko hier. Au! Wow. Mann. Ich bin auf einmal mal voll Hälfte der HP runter. Bist du schon wieder tot, ey. Was war das, Daniel? Eine Hippe. Okay. Oh, jetzt kann man gegen den Boss kämpfen, glaube ich. Oh Mann. Bringt uns zu euren Geschäftsführer, Mann. Was das für ein Boss ist, wenn wir schon mit den komischen Elite oder wenn du so schön Probleme. Ja, wird schon gehen. Nein, Spaß, mir hat der auch. Nein, mir hat der auch den Schaden gemacht. Wir auch ein paar Mal beinahe tot gemacht. Ich bin noch nicht bereit. Mehr Handschuhe, mehr Verteidigung. Beinahe stärker. Oh, die andere ist stärker.
Okay, was hat da oben? Das ist so ein Heilding, ne? Ja. Ah, okay. Ich dachte, wäre halt. Ja, da wäre so ein Ding gegeben, hat irgendwie so einen Bonus gibt oder irgendwie so. Nee, leider nicht. Direkt vom Boss. Ich bin noch nicht bereit. Frei, Daniel. Daniel? Oh. Weit hinten. Au. Und als alles mal alles hier fertig machen. Und jetzt schon direkt und knüpft den Buffer. Ich wollte ja gar nicht triggern. Oh, oh Gott. Ey, jetzt mal, wenn ich jetzt hier einen Trank sehe und ich habe nur Hälfte AP, ne? Oh Gott. Ja, ich gehe ein bisschen auf Abstand hier. Nächstes Mal, wenn ich den zum Schlag ausführen sehe. Ah! Lauf, Daniel, lauf! Ja, lass mehr Tränke fallen. Ah. Ich denke, ich habe mich noch nicht kein Stück bewegt, Daniel. Ja, der kloppt ja auch nur auf mich. Ich bin noch nicht bereit. Wow, Epic Crossfire. Okay. Und der ist tot. Der war jetzt legendärer Ring. Der war relativ chillig, ehrlich gesagt. Ich weiß. Was ist das? Wie gesagt, es ist getan. Oh. Dieses legendäre Amulett ist sehr gut. Und die Handschuhe auch. Und die Hose auch. So. Oh Gott. Wenn die gehen auf einmal kaputt. So, ne? Bimmel immer mal. Nur was auch immer wir machen müssen. Was? Ah ne, wir haben das jetzt eingenommen, genau. Ja. Oh, jetzt haben wir alle Stützpunkte in diesem Gebiet. Das ist jetzt unsere Bude, ja. Was ist er denn, ja? Das ist jetzt unsere Hose. Und jetzt stehen ja auf einmal Leute. Ja, da war aber nicht die Quest. Die Quest ist nämlich hier irgendwo. Jetzt müssen wir in die Dungeon, um die Quest abzuschließen. Was ich mir irgendwie einfacher vorstelle als die Festung. Deswegen verstehe ich das irgendwie nicht so. Wie schon, ja. Direkter Schaden beinhaltet sämtlichen Schaden, der direkt zugefügt wird. Doik. Na gut. Mach mal platt, was auch immer hier ist. Oh, ich habe den gehört. Ah, eine große Schriftrolle. Daniel, hast du weit aufgegeben? Ja, ja. Euer Leben lieb ist. Ja, ich habe so Ding gehört, habe ich mir noch aus, oh, bestimmt wichtig. Die Bestie nistet in diesen Höhlen. Sie hat eine menschliche Gestalt mit Fell und gewaltigen Hörnern. Oh, so wie ich. Menschliche Gestalt. Schreit sie, greift sie nicht ab, kehrt um und geht. Ja, Daniel ist beinahe menschlich. Diese Bestie erst entdecken und jagen, gibt es keine Rettung mehr. Die Leichen sprechen für sich. Das Licht sei mit euch. Oha.
unübertreibbar. Voll gefährlich, ne, Daniel? Ja. Teufel! Ich hab doch voll abgehört. Ich hab auch beinahe erwischt. Ich auch. Alter. Das ist der komische Riesenziegenbock da, ey. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Au! Oh Gott! Ah. Alter! Ah. Stirb zu, dämliches Vieh, ey! Und aber haut zu auf einmal. Aber wenn wir das Spiel wieder starten, ist die Schwierigkeit erhöht. Ja, irgendwie schon. Aber hier ist eine Menge Gegner. Stufenbelohnung. Nicht geblieben. Ah, plus zwei mehr Verteidigung. Ah, gleich schon wieder voll. Weg her. Okay. Oh, der Weg ist aufgelevelt. Ich glaube, ich habe eine Explosion erkannt. Ich wünsche mir in Real Life auch so. Du lernst irgendwas Neues, dann kommt so eine riesige Explosion um mich herum und tötet alles um mich herum. Okay. Wär's aber ziemlich schnell ein Waisenjunge, Daniel. Oh, ich habe ein neues Wort in Japanisch gelernt. Ich bin auch nicht. Was denn? Ja, aber nur so ein Beispiel. Okay. Ach so, okay. Na, aber dann. Das ist eins meiner neuesten japanischen Wörter, die ich gerade am Lernen bin. Also nicht Wort direkt. Watashi no koto. Ich weiß nicht, irgendwie sowas, was mich angeht oder irgendwie sowas bedeutet das, glaube ich. Ja. Da habe ich nämlich auch schon oft irgendwie Leute sagen gehört, aber ich habe nie verstanden, was das war. Das ist auch wieder eine andere Anrede irgendwie, um ich zu sagen oder so. Watashi, ja, ja. Ja, Watashi, ja. Watashi no koto. Wenn es um mich geht, oder was mich betrifft, oder irgendwie sowas heißt. Eigentlich, Watashi an sich wird benutzt von dem größten Teil von Frauen, aber Männer benutzen das auch, um seriöser zu wirken. Ja. Zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch. Da gibt es eine Million Ich-Anredungen hier. Ja, oder Boku. Ist interessant, weil er nicht. Ich muss warten. Das ist entweder für Jungs oder ich glaube irgendwas anderes noch. Oder wenn man ungehobelt rüberkommen will, ne? Boku ist genau das Gegenteil. Boku ist, wenn man nett und freundlich rüberkommen will, weißt du? Ja. Wenn die. Ja, Boku, ja. Oder ist mehr. Ist mehr ein bisschen, weiß ich nicht. Das ist sehr interessant, wenn die Freundin den Freund den Eltern vorstellt, dann wechseln die meisten Jungs zu Boke, während die mit den Eltern reden von ihrer Freundin. Ah.
um sozusagen auszusagen, ich bin ganz harmlos und habe nichts vor. Zwinker, zwinker. Oh, legendäre Stiefel. So, sag ich rein. Was hat der? Aber den hätte ich vielleicht nicht aktivieren sollen. Ich hab so einen Schrein aktiviert. Ich dachte, da kriegen wir wieder irgendwie so einen geilen Bonus oder so. Aber da sind noch mehr Gegner gespawnt. Ja, ich hab da meine Ultimate mal reingehauen. Meine Tasche. Ich sehe meinen gar nicht mehr. Wo ist denn der? Wo die Gegner sind, weg sind. Oh, also noch welche. Ich komme raus und jetzt sofort eng vorne. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Ich bin schon voll. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Oh, Claymore. So, was haben wir hier? Schrein der Gier. Boah. Natürlich jetzt, nachdem die Gegner alle tot sind. So. Dem werden wir all sein Geld jetzt weg. Nein, die Batterien des Controllers sind schwach. Irgendwas ist noch immer mit dir. Mehr Geld, mehr Geld. Nur wird für nichts gebrauchen. Wenn ich denn für ein Edgelord, ey. Meine Last ist so groß. Ja, das frage ich mich auch. Meine Taschen sind voll. Meine Last, die ich auf meinen Schultern trage, ist zu groß. Ich kann die Welt nicht auf meinen Schultern tragen. Ich versuche gerade irgendwie so einen Satz vom Englischen irgendwie zu übersetzen, aber ich gehe gar nicht hin. I'm so sore from walking my own path. Okay, ich bin so, ich weiß jetzt auch nicht, so müde oder so. Yeah, erschöpft oder so. So ist nicht ganz, das war, wie heißt das nochmal, steif? Getroffene Gegner lassen Gold fallen. Ja, schon wieder. Ja, die lassen Gold fallen, nicht mehr Gold. Boah. Sind der in seinen Einzelteilen zersplittert? What? Oh, da haben wir noch nicht. Ja, ich frage mich gerade, wo wir hin müssen. Wir haben schon alles hier erkundet. Oh, da oben rechts war noch was. Die ganzen Klamotten, die am Boden. Unserem Pfad der Zerstörung. Ein einfacher Dolch. Daniel, warum nimmst du das nicht alles mit? Weil ich voll bin. Ja, was hatten wir schon wieder für einen Arm? Oh, Rang 5, Streitkolben. Bald habe ich jede Waffe gemacht. Ich kann meinen Hebel betätigen. Was macht der? Ich habe keine Ahnung. Ich auch. Aua. Ist der irgendwas geöffnet? Nein, nicht. Zerstört die Eisbarriere. Zerstöre Eisbarriere.
Ja, von denen gehe ich weg. Ja, und einmal zu, dann ist die Hälfte meiner AP wieder weg. Eine Riesenaxt hat der. Mehr hat er einen Vorschlag, kann man. Das ist dann nicht deine, das ist ein Schild. Oh. Oh, ich kann da nicht aufnehmen. Bin so voll. Bin so swoll. Boah, das liegt genau da so im Ecke. Ich kann das nicht einsammeln. Ah, als Salz. Also ich sehe jetzt erst irgendwie, dass ich voll gelbe Klamotten an habe. Was ist hier denn los? Ist das die Terrakotta-Armee? Ja. War so befriedigend, einfach so durchzudrehen. Rein, mach rein, ja. Der ist in die Luft gestorben, Aha. Ah. Ah. Die Brühe da mal weg. Boah. Kathedrale, was ist das denn? Oh, ein Hornstab. Das stimmt was für dich. Mach ich mal fallen. Ich sogar anders. Was ist hier eingesammelt? Das kann ich nicht benutzen. Das ist für Druide. Oh, okay. Schwach. Eine nächtliche Waffe. Hier steht immer was anderes. Und wenn ich nachdem ich das fallen lasse, hat das wieder einen anderen Namen. Ja, bei mir gerade auch mit deinem Stab. Hm? Nee, warte mal, irgendwas ist hier. Hm? Irgendwie wird hier was angezeigt. Oh, ihn ja. Hier, das Ding muss man hier untersuchen. Er hat irgendwie sowas fallen gelassen. Ist er eingesammelt? Nee. Du hast da eingesammelt. Also. Bringt Grizzly mal einmal zu Gregor noch zurück, steht bei mir. Bei mir steht besiegt Monstrositäten. Ja, das ist die Mission von der Nebenquest hier, von der Dungeon. Und dann ist das andere noch die Quest. Die ich gerade aktiv hab. Mörser. Ja, potenzieller Mörser. Hm, vielleicht sollte ich mal meine Ultimate upgraden. Vielleicht nicht eine schlechte Idee. Weiß ich nicht. Nee.
Naja, im Rang kann sie die ja nicht erhöhen. Stimmt, ich habe ja wieder einen Fertigkeitspunkt. Oh, kann man gar nicht. Nö. Nein. Die kann man nicht noch stärker machen. Nein. Ich dachte, die kann man so leveln wie die ganzen anderen Sachen. Du Loser. Weniger Schaden. Ich schalte doch mal dein Gehirn. Aber das. Boah, ich hab gedacht, wie mit den anderen Fähigkeiten kannst du ja auch einfach so hochleveln. Erwartet unser hiesiger Boss. Ja, ich bin gerade am machen. Warte mal. Was haben wir hier noch so, was ich leveln könnte? Ich will ganz auf meine Ruffähigkeiten hier hochleveln. Was hat denn hier? Ein Siebenwaffe, ein Dornschalt, Blutung. Dann nehmen wir den mal da. Kann ich mal den aktiviert. Da komme ich in den Berserker-Modus. Was hier wird. Gerisa ganz schön gute Sachen ja bei den. Indem du die Waffen, indem du die Fertigkeiten hochlevelst. Jetzt nicht einfach nur so, oh, du machst mit diesen Dingen jetzt mehr Schaden oder so. Das sind ja so richtig gute Extras manchmal. Okay, dann machen wir den Boss hier fertig. Ey, yo. Ich habe dich angeschrien. Jetzt machst du weniger Schaden, Kollege. Oh Gott. So witzig, wenn man die Gegner haut, dass die irgendwie Tränke hinterlassen. Ich bin noch nicht bereit. Da macht das hier das Spiel eigentlich theoretisch voll einfach. Das ist einfach bereuen. Ich bin noch nicht bereit. Er ist wie so eine Todesklaue in Fallout. Ich muss warten. Ich glaube nicht, dass die aussehen wie Ziegen. Der nach. Oh, ein legendärer Ring und ein goldenes Kriegsschwert. Legendäres Amulett habe ich gefunden. Aber ich habe schon eins. Was haben wir? Nee, weil das wird schon besser sein. Ah, scheiße, Spack. Hab ich genug Platz, um das abzulegen.
Mal. Ich muss mal irgendwas loswerden. Abgeschlossen. So, und jetzt lasse ich das Schwert fallen, Daniel. Okay, ich brauche das nicht, glaube ich. Mit Scroll. Oh, man kann sogar. Man kann sogar in den Optionen einstellen, wo man hier seine Lebensanzeige und so weiter alles haben möchte. Ich mach mal zentriert. Also nicht. Das ist bei mir in der Mitte. Wir müssen zu S. Wie heißt das? Wo ist der Typ? Du musst ein Schwert mitnehmen. Ich habe keinen Platz. Wo ist das hier? Das ist ein Schnitzgroll. Ist sogar besser um 3 Punkte. Ja, gestört. Das hättest du jetzt da gelassen, Daniel. Dann wirst du aussehen wie ein Idiot. Zurück zum Bärenstamm. Hallo. Ja. Hallo. Ich höre nur so. Hallo. Also das da mitgekriegt. Ja, ja. So. Ich bin so baff. Großschwert am Rücken, Knüppel am Rücken, Axt, ein Schwert an der Hüfte. Wer braucht denn so viele Waffen? Ja, falls die anderen kaputt gehen. Viel getan, um den Bärenstamm zu ehren. Die Tradition verlangt, dass der Grizzly Malmer werden wir jetzt auch einen Krieger übergeben wird. Oh nein, warte, ich bin auf Feuer. Für eure Rolle dabei, Malnok von dem Khazra-Abschaum zu befreien, biete ich euch diese Waffe meines Ich bin aber voll. An. Möge sie euch gute Dienste erweisen. Jetzt wirft er die einfach auf den Boden. Ja, hat er auch gemacht. Kannst du es wagen? Ich habe irgendwie gar nichts gekriegt. Die sogar schwächer als was ich hab. Ne, warte mal, da ist also. Willst du den zweimal haben, Daniel? Ja, das kriegst du den zweimal. Ja, ist sowas schlechter als was ich hab. Kann den nicht benutzen. Na gut, dann nehme ich noch einen davon. Nimm den scheiß Grizzly mal. Das ist ja irgendwie besser, pass auf. Nein. Was ist denn Vorpostenfleisch? Was? Was ist denn das für ein beschissener Name für einen Helm? Vorpostenfleisch? Ist der Helm aus Fleisch oder was?